Ich muss einfach mal fragen, wenn aber diese Keimbahn da existiert, wo immer ein Teil, im Prinzip so eine Staffette, so ein Staffel weitergegeben wird an die nächste Generation meines Genpools, da kommt ja irgendwo her, da kommt für alle Menschen Ja, irgendwo her. richtig, richtig. Gibt es da Ja. einen gemeinsamen Ursprung? Gibt es quasi Nein. den Alpha-Menschen ganz am Anfang irgendwo, wo alle Gene sich vereinen? Und das quasi doch wieder ist eine Verbindung da sein müsste zwischen allen Menschen, auch biologisch betrachtet. Natürlich. Die gibt es. Wir müssen auch an der Stelle wieder zwei Ebenen unterscheiden. Erstens haben gerade ganz aktuelle Forschungsergebnisse, die gerade in die renommierten Fachzeitschriften erschienen sind vor 2 Wochen, zum x-ten Mal gezeigt, dass alle Lebewesen der Erde vom Bakterium über die Amöbe, die Pflanzen bis hin zum Mensch, dass wir alle ein Monophyllum darstellen. Das heißt, wir gehen alle auf eine gemeinsame Population archaischer, bakterienartiger Zellen zurück. Und diese Zellen haben vor über 3,5 Milliarden Jahren, also 3.500 Millionen Jahren, gelebt. Alle Lebewesen der Erde sind miteinander verwandt. Das ist die erste Antwort auf die Frage. Die zweite Frage ist natürlich jetzt die, wenn man es auf den Mensch bezieht. Selbstverständlich, und da jetzt mal ganz, ganz weit nach vorne rückt, sagen wir mal vor 5 bis 7 Millionen Jahren, Millionen Jahren. Ja? Die ältesten Zellen sind 3.500 Millionen Jahre alt. Wir sind jetzt, wir betrachten die letzten 5 bis 7 Millionen, ganz, ganz oben in der geologischen Zeitskala. Da haben wir uns vor 5 bis 7 Millionen Jahren in Afrika von einer Urpopulation separiert. Das waren Lebewesen, die man als Schimpansen ähnlich heute klassifizieren würde. Sahelanthropus tschadensis ist da eine sehr bekannte Zwischenform. Die Australopithecinen, die sogenannten Nussknackermenschen, die waren schon früher dran, die sind noch älter. Sodass also, beziehungsweise eine andere separate Linie, sodass wir also sagen müssen, vor 5 bis 7 Millionen Jahren, als wir uns also vom letzten gemeinsamen Vorfahrer von Mensch und Schimpanse abgetrennt haben, in diesen Urformen waren natürlich die meisten Gene vorhanden, die auch bei uns existieren. Das Neandertaler-Genom wurde sequenziert, das haben Sie sicher in den großen Medien gesehen. Und das Neandertaler-Genom ist zu über 90% identisch. Also die Bereiche, die man sequenziert hat, es gibt große Lücken, das ist ein Draft-Genom, das heißt ein Entwurf eines Genoms mit Lücken, sodass natürlich das schon stimmt, dass in unseren letzten gemeinsamen Vorfahren die wesentlichen Gene natürlich vorhanden waren. Das ist richtig. Das heißt, wenn ein Mensch den anderen tötet, ist es immer ein Brudermord Immer, irgendwo. immer, immer. Und wenn Sie, ich bring's mal ganz brutal, wenn Sie zum Beispiel Schweineschnitzel essen, ja, das Protein, also das im Grunde das Muskelgewebe, was Sie zu sich nehmen, das ist zu 90% unser Muskelgewebe. Und man muss noch einen Schritt weiter gehen. Sie wissen, dass ja auch leider Gottes unsere nächsten Verwandten, Schimpansen und dann eben auch Gorillas, gejagt und verspeist werden. Das ist natürlich nichts anderes als Kannibalismus, zu 99%. Ja, klar. Und natürlich, wenn man jetzt die Biologie wieder auf die Ethik überträgt, ergeben sich da weitreichende Konsequenzen. Was ich so faszinierend finde, ist, dass innerhalb der, ich sage jetzt mal, das ist jetzt für Sie ein rotes Tuch, glaube ich, der Geisteswissenschaften immer noch nach der Sinnsuche gefragt wird. Die Wissenschaft, wie Sie sie darstellen, beantwortet alle Fragen, von denen die meisten Menschen eigentlich glauben, die sind noch offen. Es gibt Antworten auf die Frage, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Natürlich, natürlich. Und was bedeutet das eigentlich für so, ich sage jetzt mal, weltanschauliche Systeme wie Religion? Wenn auf einmal eine Disziplin da ist, die sagt, es gibt keine offenen Fragen mehr, wir können euch auf alle eure Fragen Antworten liefern. Und was wichtig ist, sie sind logisch begreifbar. Dazu muss zunächst gesagt werden, dass ich natürlich durch den Satz bekannt geworden bin, nichts in den Geisteswissenschaften ergibt einen Sinn außer im Lichte der Biologie. Das habe ich mal gesagt im Zusammenhang mit einem Aufsatz, den ich kommentieren musste, in dem ein
Geisteswissenschaft, das sich in die inneren Angelegenheiten der Biologie eingemischt hat. Und da haben dem Mann einfach biologisches Faktenwissen gefehlt, im zusammenhängenden Satz natürlich formuliert. Ich bin natürlich schon der Meinung, dass wenn man in den Humanities, die Humanitätsstudien, die Geisteswissenschaften, wenn man da Dinge diskutiert und große Fragen beantwortet, die den Mensch betreffen, logischerweise, dass man natürlich die mühselig erarbeiteten Fakten der Naturforscher berücksichtigen sollte. Darum geht's mir. Es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, sich über die harten Fakten der Naturwissenschaftler hinwegzusetzen. Nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben seit zwei Wochen wissen wir jetzt definitiv, dass es zwischen Neandertalern und einzelnen Homo sapiens Horden Vermischungen gegeben hat. Das also ganz, ganz, ganz am Rande zwar nur, aber die Genome von Neandertaler und vom Mensch, wenn man die vergleicht, das ist ja gerade passiert, zeigen doch sehr schlüssig, dass also, sagen wir mal, 3-5% Neandertaler Erbgut in manch einem modernen Menschen vorhanden sind. Ne? Was immer das bedeutet, natürlich muss man diese mit Millionen Steuergeldern erarbeiteten Fakten irgendwie berücksichtigen. Und es geht nicht an, und da bleibe ich ganz hart und ganz, sage ich jetzt mal, kompromisslos, dass Soziologen zum Beispiel, Politologen sich noch mit brüsten, dass sie von Biologie und Chemie keine Ahnung haben, das hört man manchmal in Talkshows, dann aber Thesen aufstellen, die völlig aberwitzig sind. Also man sollte schon die biologischen Fakten mit einbeziehen. Die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, inwieweit die Naturwissenschaften alles beantworten können, da würde ich Folgendes sagen. Auf der einen Seite wissen wir im Bereich Physiologie, Evolutionsbiologie, meine Expertisen, natürlich unermesslich vieles. Pro Jahr erscheinen ungefähr 100.000 Forschungsarbeiten mit neuen Fakten. Das kann kaum noch ein Mensch alles verarbeiten. Also unser Wissen ist sehr, sehr groß. Dennoch gibt es natürlich auch Wissenslücken. Klar, logisch, es gibt Wissenslücken. Also wir wissen auf der einen Seite sehr viel und können große Fragen wie der Sinn des Lebens aus biologischer Sicht, haben wir gerade diskutiert, beantworten. Aber wir können natürlich nicht alles beantworten. Es gibt natürlich Wissenslücken und dazu stehen wir auch als Naturforscher. Gibt es auch falsches Wissen innerhalb der Wissenschaft? Ja, natürlich gab es immer wieder erstens Fälschungen, dass Ergebnisse vorsätzlich, manipuliert worden sind. Nur, ich sage Ihnen eins dazu, und das wird auch immer unterschätzt. Naturwissenschaftliche Forschung ist letztendlich ein kumulativer Prozess. Ein Prozess, der in Schritten erfolgt und immer wieder auf dem Wissen unserer letzten Generation aufbaut. Also ein sich addierendes System. Das Vorhandene wird ergänzt, verbessert, ergänzt, verbessert. Und bei diesem Prozess werden natürlich wichtige Dinge immer gleich wiederholt reproduziert. Und bei dieser Wiederholung stellt sich immer hat sich herausgestellt, ob sich eine Sache wiederholen lässt, reproduzieren lässt, also unabhängig vom Beobachter real so ist, oder ob es eine Fälschung war. Anders formuliert, Naturwissenschaften korrigieren sich selber. Durch die Reproduktion? Durch die Wiederholung der Ergebnisse, weil wir nur Dinge akzeptieren und in die Theorienbildung einbeziehen, die wiederholbar sind. Und da kommt jetzt der Punkt, da unterscheiden wir uns grundlegend von Religionen und politischen Ideologien. Sie sind ganz klar ein Verfechter davon, dass Wissen mehr wert ist als Glauben. Selbstverständlich. Das ist so. Ich persönlich stelle mir auch vor, dass letztendlich Wissen den Glauben irgendwann wegbomben wird an irgendeiner Stelle. Ich habe heute sehr materialistisches Sprachgut. Was passiert mit Religion, wenn sie sich weiterhin diesen Angriff des Wissens aus den Wissenschaften aussetzen wird? Hat Religion aus Ihrer Sicht überhaupt eine Überlebenschance gegen das Logikkonstrukt, das aus der Biologie kommt? Wir diskutieren natürlich jetzt Dinge, die nicht für jeden Menschen, sage ich jetzt mal, im Detail relevant sind. Viele Menschen wollen nicht diese ganzen Details verstehen, sich da rein vertiefen,
sondern sind mit einfachen Antworten zufrieden. Es entwurzelt ja auch, was Sie da erzählen. Und daher wird es natürlich immer irrationale, das heißt aus meiner Sicht unvernünftige, sich widersprechende, vor allem dem Wissen widersprechende Glaubenssysteme geben. Da können wir, glaube ich, auf Christentum zu sprechen kommen. Sodass es natürlich immer einen hohen Teil der Bevölkerung geben wird, auch hier im aufgeklärten, wissenschaftsorientierten Mitteleuropa, die schlicht und einfach sich in ihre kleine, sage ich mal, religiöse, esoterisch geprägte Welt begeben und mit einfachen Antworten auf komplexe Fragen zufrieden sind. Ich würde es eher andersrum sehen. Es ist eigentlich erstaunlich, dass, obwohl die Wissenschaften so weit fortgeschritten sind, wir täglich dazulernen, ja, man kommt, wie ich selber, kaum noch mit, das alles zu verarbeiten, dass es trotzdem noch so viele Menschen gibt, die sich mit diesen einfachen, ich sage jetzt mal, einfach gestrickten, aus meiner Sicht unlogischen Antworten zufrieden geben. Wenn Sie zum Beispiel den Schöpfungsglaube betrachten, der ja selbstverständlich Bestandteil jedes christlichen Systems sind, jeder ordentliche Katholik und evangelische Christ, Amtskirchengänger, muss sich natürlich zum Schöpfergott irgendwie bekennen, wenn er auch homöopathisch verdünnt wegdiskutiert wird, um eben die Wissenschaft mit aufzunehmen. Es ist dennoch erstaunlich, dass sich diese irrationalen Glaubenssysteme so gut halten. Das würde ich eher so rum beantworten, die Frage. Also gerade andersrum. Mich wundert es, dass die Religionen sich immer wieder so stolz den Wissenschaften entgegenstellen, obwohl sie eigentlich nichts zu bieten haben, außer Scheinerklärungen. Ja, vielleicht so eine Quintessenz dieses Gespräches könnte ja sein, dass das, was letztendlich zu begreifen ist innerhalb der Biologie, gar nicht so schrecklich kompliziert ist. Es ist begreifbar. Auch für den Otto-Normal-Anwender kann man nachvollziehen, was da an Definitionen, das ist es ja letztendlich, aus der Wissenschaft präsentiert wird. Erlauben Sie bitte mal die private Nachfrage. Sie haben durcherzählt, dass Sie drei Kinder haben. Sie sind einer der regesten Wissenschaftler überhaupt, die da draußen unterwegs sind. Wenn man Ihre Biografie, Ihre Publikationsliste, Ihre Professuren, Ihre Arbeit insgesamt, die Mitgliedschaften, die Sie so haben, wo Sie sich überall engagieren, sich anschaut, würden Sie Ihr Leben jetzt wieder ein vager Begriff als reich bezeichnen, im Sinne von, Sie haben ein glückliches, ein erfülltes Leben? Wenn Sie sich irgendwann mal entscheiden, in den Naturwissenschaften, Biologie, Physik, Chemie, Geologie, mitzuspielen und da auch dann gewisse Ansprüche an sich selber stellen, dann geht das nur unter der Voraussetzung, dass man doch sehr viel Zeit und Mühe investiert. Selbstverständlich übe ich meine Tätigkeit als Physiologe und Evolutionsbiologe sehr gern aus und ich bin auch sehr gern in den USA, habe dort auch noch ein Labor und arbeite dort. Aber man muss sich doch schon sehr auf die Wissenschaft konzentrieren und ein, ich sage jetzt mal, normales Leben mit 40-Stunden-Woche und 6 Wochen Urlaub im Jahr. Das verträgt sich damit schlecht. Natürlich bin ich zufrieden und bin froh, dass ich hier in Deutschland so eine gut bezahlte Professorenstelle innehaben kann und letztlich das tun kann, was mich interessiert. Also ich würde schon sagen, dass mein Leben, natürlich ist es hochinteressant und reich, aber man muss doch sehr viel investieren in die Sache. Das ist ein harter Kampf in der Wissenschaft und das kann man sich halt als Außenstehender auch wieder kaum vorstellen. Wie letztlich der Wissenschaftsbetrieb von innen betrachtet läuft. Da gibt es auch Feindschaften, da gibt es natürlich auch Neid. Das ist eines der großen, natürlich eines der großen in Deutschland. In Deutschland, wir sind eine Neidgesellschaft, in den USA ist es ganz anders. Gibt es da auch Glück, Glücksmomente? Natürlich, klar, mit jeder Veröffentlichung, mit jedem Buch freut man sich natürlich, klar. Selbstverständlich. Das heißt, Sie leben da auch Ihren Traum bei aller Arbeit, den Sie machen? Natürlich, man kann es überspitzt so ausdrücken, wenn man das Glück hat, irgendwo auf der Welt als bezahlter Wissenschaftler, das ist immer eigentlich verknüpft mit einer Professur. Da müssen natürlich auch unterrichten, sie müssen auch Studenten prüfen, sie müssen auch Kommissionen leiten. Sie sind auch Verwaltungsmanager, ich bin auch Manager natürlich in meinem Bereich. Wenn man das Glück hat, so eine Stelle zu bekommen, kann man im Grunde einen Kindheitstraum bis ans Lebensende weiterträumen. Ich habe als 10-jähriges Kind schon
Fische gefangen und bin vorm Aquarium gesessen. Als Kind war schon klar, dass ich mal Biologe werde. Für mich gab es nie irgendwas anderes. Mhm. Insofern hat man natürlich ein Privileg. Und daher sehe ich natürlich auch wieder die Verantwortung des Naturwissenschaftlers darin, dass man auch das Wissen nach außen trägt, wie wir es ja gerade in dieser Diskussionssendung betreiben. Auf der einen Seite haben wir natürlich das Interne, unsere englischsprachigen Veröffentlichungen, die Streitereien in der Fachwelt. Auf der anderen Seite halte ich es für wichtig, dass man die Wissenschaft eben nach außen hin repräsentiert und auch den Leuten immer wieder sagt, dass es halt viel gesichertes Faktenwissen gibt und dass nicht jeder Scharlatan die Wahrheit verkündet. Die Leute mögen sich wirklich an die soliden Wissenschaftler halten und nicht irgendwelchen Rattenfängern hinterherlaufen. Die Gefahr ist sehr groß, gerade in der heutigen Zeit. Was mir wichtig war dabei, ist, dass eben dieses, ich sage es mal, kalte wissenschaftliche Leben, das Sie leben, nicht bedeutet, dass Sie ein glückloses, ein freudloses Leben leben, sondern was Sie von Ihrer Familie erzählt haben, ist es ein reiches Leben, es ist ein schönes Leben und sicherlich auch ein sinnliches Leben, das erlebt wird. Das muss sich nicht ausschließen. Überhaupt nicht, nein. Aber ich muss jetzt hinzufügen, es schließt sich natürlich nicht aus. Und vielleicht kennen Sie die Statistik, es ist also erwiesen, dass gerade Naturwissenschaftler oft besonders kinderreich sind. Erstaunlich. Ja. Ne? Also die meisten meiner Kollegen haben 2, 3, 4 Kinder. Also die sterben gerade, wir sterben nicht aus im Moment hier in Deutschland. Aber dennoch muss man dazu sagen, natürlich führe ich ein normales Leben, ganz klar. Aber ich muss natürlich wesentlich mehr, und auch meine Kollegen, die entsprechend sich in Renommee erarbeitet haben, muss natürlich schon deutlich mehr Zeit in meinen Beruf, der mir natürlich Spaß macht, investieren als ein Mensch, der einer, sage ich jetzt mal, bürgerlich normalen Erwerbstätigkeit nachgeht. Der hat halt um 5 Uhr Feierabend und bei mir ist halt der Feierabend etwas verschoben dann. Ich kenne wenig Wissenschaftler, die sich mit solcher Wonne auf ihre Kritiker stürzen. Zum Abschluss eine Frage, die einfach nach so einer Sendung, nach so einem Gespräch folgen muss. Sie kennen die Evolutionsgeschichte, Sie kennen unglaublich viele Details dessen, was die Menschheit in den letzten 1,5 Milliarden Jahren hinter sich gebracht hat. Wenn Sie einen Ausblick nach vorne wagen, in die Zukunft, wo könnte die Reise mit uns Menschen, mit unseren Kindern, unseren nächsten Generationen, wir haben ja gelernt, die sind der Sinn des Lebens, wo geht es mit diesen Kindern hin, die ja immer auch einen Kern von uns beinhaltet? Also wo geht es mit uns hin? Also Ihre Kinder sind zu 50% genetisch identisch mit Ihnen und zu 50% genetisch identisch mit Ihrer Frau. Das heißt also nicht nur etwas, sondern die Hälfte der Eigenschaften unserer Kinder stammen von den Eltern. Die Frage ist natürlich spekulativer Natur. Dennoch bin ich nicht so pessimistisch. Sie werden sich da wundern. Wir haben selber auch Forschungsarbeiten, kann ich vorweisen, zum Klimawandel. Wir haben also zum Beispiel in Österreich einen ganz, ganz seltenen Ringelwurm erforscht mit Kollegen von der Universität Graz. Und als Nebenprodukt haben wir herausgekriegt, dass in den letzten 20, 30 Jahren sich die Temperatur so erhöht hat, dass die Böden ausgetrocknet sind und dass eine sehr seltene Art verschwunden ist. Das haben wir alles publiziert, war sogar eine Titelstory, ging auch um die Welt, um die wissenschaftliche Welt. Der Springer Verlag hat eine Pressemitteilung rausgegeben damals. Also obwohl der Klimawandel ein Problem darstellt, die Atmosphäre erwärmt sich, die Regen der Wälder werden abgeholzt. Ich war auch schon in Brasilien mal Gastprofessor vor 10 Jahren und kenne die Problematik dort sehr genau, hab Kontakt zu Kollegen in Manaus. Dennoch würde ich jetzt nicht besonders pessimistisch sein, weil, jetzt kommt die Antwort darauf, warum. Dadurch, dass wir so viel wissen und immer mehr Details letztlich erarbeiten, wird auch die Wissenschaft in der Lage sein, durch entsprechende Maßnahmen große Probleme zu lösen. Zum Beispiel, wenn Sie das Bevölkerungswachstum betrachten. Noch vor 10, 20 Jahren war die Prognose, dass es jetzt über 10 Milliarden Menschen gäbe. Gut, wir liegen bei 6,8 Milliarden. Aber die Kurve flacht ab. Sodass also ich schon der Meinung bin, dass wenn die Wissenschaft eine Chance hat und die Naturwissenschaftler noch mehr sich vielleicht einbringen werden, auch in die Politik, natürlich die Probleme, die bestehen, so groß sie auch mal sind, lösbar sind. Es setzt den Diskurs, die Kommunikation, die Auseinandersetzung damit voraus. Ja, aber die Probleme sind unter Einsatz naturwissenschaftlicher Technologien und des Wissens
lösbar. Und natürlich hat die Menschheit ganz klar eine sehr gute Überlebenschance, vorausgesetzt, dass sich eben Vernunft, Verstand, Wissenschaft hält. Mhm. Also mit Aberglaube und Religion und Esoterik werden sie die Probleme der Menschheit mit Sicherheit und auch die Ernährungsprobleme nicht lösen können, nur mit guter, harter Wissenschaft. Sie werden's, das wäre meine Antwort. Sie werden es mir jetzt verzeihen für das Schlusswort. Wir sind am Ende der Sendung. Das offenbar mit einem Heilsversprechen der Wissenschaft für die Menschheit zu Ende geht. Ich danke Ihnen, Herr Professor Kutschera. Es hat mir einen großen Spaß gebracht. Es ist auch eine faszinierende Feststellung, die man aus den Wissenschaften rausziehen kann. Auch wenn man aus dem spirituellen Hintergrund kommt, sollte man sich auf die Antworten, auf die Erklärungen, die Sie liefern, einlassen. Das ist eigentlich mein Appell an Sie, liebe Zuschauer. Lassen Sie sich auf diese Gedanken, auf diese Ideen, auf die Feststellungen der Wissenschaft ein. Sie sind, auch wenn Sie spirituelle Menschen sind, esoterische Menschen vielleicht, eine Bereicherung, die einfach das Leben reich machen. Ich danke Ihnen, alles Gute Ihnen, alles Gute nach Hause. Tschüss. Vielen Dank.